Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Elex 2 mit mir, der Steffi. Und ich muss flüstern, weil hier irgendeine gruselige Kinderstimme singt und es ist duster und... Oh. Und wir gehen jetzt direkt los und wollen auf unsere Stufe 30 kommen. Dafür müssen hier so einige Monster sterben. Unter anderem ein sehr ungemütliches Tier namens Basilisk. Und auch noch eine Grille und auch noch ein Tracker und noch eine... Oh, die sind scheiße. Diese besonderen Fliegeviecher, die sind richtig shittig. Warte mal. Ich hole mir einfach erstmal meine Kraft. Und den wieder. So. Rüste mich auf. Oh, ja, ja, Kroni macht das. Ich komme dann von hinten an sie. Es ist schon wieder ein neues Finale ab hier. Ah, ich hätte sie treffen können. Sehr schön. Jawohl. Okay, weiter geht's. Da ist keins mehr. Ey, wir räumen hier schon alles vorher auf, bevor hier überhaupt irgendwas gemacht wird. Das ist cool. Ich weiß ja nicht, ob die jetzt nachspawnen dann. Ja, Moment. Erstmal. Die Viecher dürfen nicht von hinten kommen. Oh, Hühner ist ätzend. Hühner sind ätzend. Die sind richtig ätzend. Ist das hier unten? Oh, nein. Aber die Hühnerviecher sind echt. Oh, ich glaube, er ist sauer. Wo ist Crony? Lässt er mich jetzt alles hier alleine? Lässt er mich jetzt hier einfach alles alleine machen? Das ist immer noch das Fliegevieh, was hier rumläuft. Oh. Sehr schön. Da unten wieder dickere. Kurz schauen, wie es aussieht mit Tränken und so. 38 haben wir noch. Ja, geht. Ansonsten. Oh, guck mal hier, ganz viele. Geht doch. Wer sagt's denn? Wir haben so einiges jetzt. Wow. Ja. Nochmal speichern. Oh mein Gott, das ist so aufregend. Guck
Guck mal, wir brauchen nicht mehr so viel. Das kriegen wir noch hin. Das kriegen wir hin in dieser Folge. Ich bin da sehr zuversichtlich. So, meine Freunde. Der Beomotte ist wieder so. Die tun mich nah von hinten einkesseln, das ist scheiße. Warte mal. Ey. Crony, ich hab's jetzt. Ups, alle da drin. Oder nicht. Oh, die war jetzt wütend, habt ihr gesehen? Nein. Muss ihn erstmal ein bisschen nach hier locken. Aber wenn nicht. Brony. Brony, ich brauche deine Hilfe. Genau, so rumdrehen. Ah, nicht wieder so ein Fliegevieh. Ah, da lock ich mir. Au! Ah, diese scheiß Viecher. Ja, komm. Aber cool. Da kommt noch mehr. Ich lasse mich nicht unterkriegen. Mein Ziel ist in greifbarer Nähe. Das ist gleich. Wir haben es gleich. In dieser Folge werde ich aufsteigen. Da ist noch ein Hühner. Der ist ein bisschen unangenehm wieder, aber. Au! Das Fliegevieh ist das, was beschissen ist. Crap.
Crony. Boah. Wo ist Crony da? Das kriegen wir hin. Bin motiviert, das zu überleben. Jawohl. War den da schon eingesammelt? Ach, das Vieh haben wir noch. Die machen ja auch ganz schön Damage, ne? Ist halt nun mal so. Ach, ich hab nichts, womit ich Damage machen kann. Oh, guck mal, aber das können wir einsammeln. Brony. Hat er die gepackt? So. Okay. 4, 6. Oh, die Infektion. Oh, Scheiße. Diese Hybridgeschichte geht mir nicht aus dem Kopf. Wie konnte Dawkins Geist dieser Maschine verfallen? Dawkins hat schon so oft seine Willensstärke unter Beweis gestellt. Wie auch immer. Wir werden sehen, ob er am Ende tatsächlich recht behält. Kein Geisttraining? Gut, dann keine Mundmüdigkeit vortäuschen, Jungs. Wir werden uns jetzt Wir werden uns jetzt das holen. Habt ihr verstanden? Ungesund aus und überall, wo es ungesund aussieht, ist gut für uns. Da gehen wir hin. Ich habe jetzt so kaum noch Kräfte. Wo sind denn die alle? Hallo? Ist da hinten einer? Ah. Überlebenswahrscheinlichkeit extrem niedrig. Ja, ja, das wissen wir ja. Super. Ich wollte die Sachen eigentlich noch nicht rausräumen. Machen wir jetzt auch nicht, Leute. Aber schlafen. Haben die irgendwo was zu schlafen? Also hier war kein Schlafen. Vielleicht oben oder? Nee, da kann man nicht hin. So, kann man hier schlafen? Aber das will ich jetzt alles gar nicht machen. Wir gehen mal raus.
Das ist ja da drüben was zum Schlafen. Oh Gott. Oh nein. Irgendwann wird sie einsehen, dass ich der Richtige bin. Bestimmt braucht sie noch Zeit, bis sie es erkennt. Sie soll nur noch Augen für mich haben, niemanden sonst. Heute Abend arbeitet sie wieder in der Bar. Ich werde da sein. Sie hat mir nicht einmal 5 Minuten ihrer Zeit geschenkt. Hat gesagt, sie hätte zu tun und könnte sich nicht mit mir unterhalten. Dabei war es gar nicht voll. Bestimmt ging es ihr nicht gut. Wenn sie das nächste Mal arbeiten muss, bringe ich ihr Blumen und Pralinen mit. So etwas mögen Frauen doch. Habe es endlich geschafft, sie nach Feierabend zu erwischen. Wollte nur ein bisschen mit ihr reden, hat gesagt, ich sei ein hirnloser und kranker Depp, würde sie verfolgen. Das klingt so hart. Habe ihr versucht zu erklären, dass ich doch nur so viel Zeit wie möglich mit ihr verbringen möchte und sie meine Frau fürs Leben ist. Hat das Gesicht verzogen, gesagt, dass sie mich umbringt, wenn ich sie nicht endlich in Ruhe lasse. Aber ich lasse nicht locker und ich weiß, was hilft. Blumen, noch mehr Blumen. Und deswegen hat er die ganze Gesicht voller Blumen gehabt. Ups. Aber sagt mal, habt ihr hier nichts zu schlafen? Gar nichts? Null? Nada? Naja, vielleicht wird's ja von alleine hell. Es ist gruselig. Ich will das nicht hören. Komm, jetzt looten wir nicht viel. Wir wollen weiter Tiere klatschen, bis wir endlich soweit sind. Wieder so eine... Wieder so ein Monster von oben, ey. Warte mal, vielleicht kann ich sie von hier oben aus treffen. Ich glaube, die Tiere, ne, diese Fliegeviecher, die entziehen einem das, die Kraft, ne? Übel, weil ich kann jetzt nicht mehr schlagen wieder mal. Ist nicht mehr viel, dann hat er sie. Komm, Crony. Ja, komm schon, Crony. Lass dich nicht unterkriegen. Mach sie platt. Einmal noch, dann fliegt sie. Genau, und ich kann wieder aufhören. Wenn noch nicht viel. Ein bisschen. Ach Gottchen, ach Gottchen. 2000 noch. So ein, zwei Klüppchen. Blöde ist halt, dass ich das nicht so schaffe. Mit so wenig von diesem... Oh Gott, das hört sich groß an. Aber ich habe doch nicht so viel Kraft gerade mal getankt. Wir müssen da auf jeden Fall runter, glaube ich. Mal um die Ecke gucken. Hallo! Roni, lass uns aber erst warte. So. Das hört sich sehr groß an. Ah.
Ich muss die Kraft aus denen erstmal saugen. Oh, da ist auch noch so laut, ne? Das ist was Großes auf jeden Fall. Oh, hab aufgepasst. Da ist auch noch was Großes. Okay, ich will um die Ecke gucken. Das ist nur, oh. Nee, wenn die mich von hinten angreifen, dann bringt es mir nichts. Nein, 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 bitte nicht, bitte. Geh. Dich schaffe ich. Hat er den jetzt echt tot gekriegt? Hm. Oh, Geschützbestie. Ja, Crony ist wieder da. Ja, toll. Oh. So, Crony. Jawoll! Jawoll! Das bedeutet für uns, wir können hier weg. Okay, Burgruine, nein. Erstmal in Sicherheit bringen. Heilige Mutter Gottes. Leute, wir sind bereit, Regent zu werden. Und das werde ich in dieser Folge auch noch machen. So. Oh. Hi. Wir sind endlich bereit. Habe ich denn jetzt auf Stufe 30? Nochmal genau klar werden lassen, ob das auch wirklich so ist. Ich bin so glücklich. Wir machen das jetzt, weil wir haben jetzt echt lange gebraucht und rumgeprügelt und es tut mir echt leid, dass das echt so ein mühseliger Weg ist oder war. Aber das war mein Wunsch und ja, jetzt endlich ist der Moment der Momente und ich bin super happy darüber. Ja. Ich bin bereit. Ernenne mich zum Regenten. Nichts lieber als das. Mit dem heutigen Tag bist du einer von uns. Und als solcher sollst du auch für jedermann zu erkennen sein.
Du erhältst das Anrecht, die letzte verfügbare Rüstung zu erwerben. Schließlich habe ich dein Interesse an ihr nicht vergessen. Such unseren Rüstungshändler in der Händlermesse auf. Er wird sie dir aushändigen, sofern du einen entsprechenden Gegenwert hinterlegst. Vergiss aber nicht, dass du unterm Radar bleiben musst. Die Alp sollen weiterhin denken, dass du in ihren Diensten stehst. Klar. Könnte schwierig werden, wenn ich in euren Klamotten rumlaufe. Aufgrund deines Status gehe ich nicht davon aus, dass sie dich wegen der Rüstung kritisch beäugen werden. Sollten sie es doch tun, behaupte einfach, du hast sie von einem unserer Soldaten geplündert. Werde ich machen, danke. Ich bin es, der zu danken hat. Alles, was ich jetzt noch von dir erwarte, ist, dass du jenen eine Hand reichst, die sie brauchen. Deine Hilfsbereitschaft wird sie früher oder später zu uns führen. Enttäusch mich nicht. Tu ich nicht. Jetzt, wo ich euch beigetreten bin, kannst du mir sicher etwas beibringen. Du täuschst dich nicht. Wenn du aber an grundsätzliche Kampftechniken interessiert bist, wende dich an Heinrich. Ich hingegen zeige dir, wie du noch weniger Schaden von deiner Umwelt nehmen wirst. Sag mir einfach, wann wir loslegen können. Ja. Bring mir etwas bei. Selbstverständlich. Da sind wir nämlich, ja, Gerissenheit. Doch, das können wir. Realität, aber wir haben... Ja, komm. Wir könnten sogar noch... Ja, so, jetzt sind beide Dinger 60, Geschicklichkeit und Gerissenheit. Keine Ahnung, ob wir da dran kommen. Ich weiß noch nicht mal, ob ich das irgendwie... Wartet. Oh, Lernpunkt. Nee, so jetzt erstmal. Wir haben... Ach, wir konnten noch einige Tränke sogar machen und so. Aber, wir gucken mal eben, was Reinhold zu uns sagt. 5 Stärke, 5 Geschicklichkeit. Hasse ich das? 10 Stellen. Nein, ein Praktiker. Ach, nee. Ja, super. Jetzt machen wir erstmal hier. Erweise mir Respekt. Okay, bei ihm geht's nicht mehr. Gut, dann werden wir uns jetzt die Rüstung holen. Yes! Yes. Wo war denn das? Bei wem war denn das? Vorne, wo die alle Sachen verkaufen. Yes. Hallo, aus dem Weg, meine Freunde. Ah, da bist du ja wieder. Neue Ausrüstung gefällig? Ja. Hilf zu, denn wenn es so weitergeht, muss ich den Laden dicht machen. Warum solltest du? Hast du nicht gesehen, wie unsere Neuzugänge rumlaufen? Herausgeputzt wie sonst was. Man kann sagen, was man will über die Alps, aber was Rüstungstechnik angeht, macht ihnen keiner was vor. Also, Jungchen, willst du dich noch länger bitten lassen oder lässt du ein paar Splitter über den Tresen wandern? Das habe ich vor. Gib mir die Regentenrüstung. Hat Hagen dir sein Okay gegeben? Hat er. Also. In dem Fall kannst du sie kaufen. Günstig ist das Stück aber nicht. Falls du auf einen Nachlass spekuliert hast, muss ich dich enttäuschen. Bei dem Stück ist es egal, wie viel Lametta du auf der Brust hast. Aber das Elixit kommt der Gemeinschaft zugute. Falschen ist also nicht drin. Irgendwelche Neuigkeiten? Das sollte ich dich fragen, Jungchen. Ich sitze hier fest, während Leute wie du ihre Stiefel schnüren. Trotzdem habe ich natürlich mitbekommen, dass es aufwärts geht. Vor ein paar Wochen hätte ich noch gedacht, das wird hier ein Sterben auf Raten. Aber jetzt sieh uns an. Frische Soldaten, neue Hoffnung. Ich habe uns wohl zu schnell abgeschrieben. Du bist also zufrieden? Das wäre übertrieben, nur sah es schon einmal schlechter aus. Und deine Beteiligung an unserem Fortschritt spricht sich rum. Nur weiter so. Lass uns handeln. Sicher doch. So. Rebellenkapitel. Gut, Klerikerhelm. Ja, aber den brauche ich ja nicht. Nee, wir wollen. Boah, 30.000.
Und dann ist ja auch nochmal hier die Hose. 39.000, aber was wäre ich, wenn ich da nicht... Also mal 39, ne, brauchen wir. Dürfte ja jetzt nicht so lange dauern, bis wir das erreicht haben. 39. Boah. Ich weiß, der tut euch weh. Der tut euch richtig weh. Aber es geht nicht anders. Ach, guck mal, jetzt können wir sogar... Ja, warte, dann machen wir noch die restlichen Waffen, die wir da... So... So... Ja, cool. Dann können wir nämlich hier die Morkon-Hose... Alphose kann weg. Verbesserte Alprüstung auch. So, kaufen. Kleriker. Was hat er denn hier noch so? Das sind alles... Hier, das nehmen wir nochmal mit. Das auch. Und... Ja, komm, dann. Ist halt jetzt so... Naja, mehr kann ich jetzt hier auch nicht machen. Egal, wir machen das jetzt so. Und was soll ich sagen, Jungs und Mädels? Oh, mein Hund ist wach. Geil. Wirklich geil. Jetzt bin ich wir. Wir haben es geschafft, Leute. Wir sind Kleriker. Mit einer geilen Rüstung. Und tollen Kräften trotzdem noch dazu. Das war mein Ziel. Und mit diesem glücklichen Gefühl entlasse ich euch nun und sage danke fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.